Dem willst du auf den Sack gehen, Kollege? Ein paar Kollegen von mir, mit denen ich immer CS Go zock. Einfach ja, dafür, dass es lustig ist, wenn die Leute nicht wissen. Snowstalk da oben auch schon wieder rum, ne? Du, der ist halt 24-7 auf dem Test, den kriegst du auch nicht mehr runter. Ich finde das, so. Find das halt auch ehrlich gesagt nicht so cool. Hoheit Schnee. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das echt. Oh, Marc, ich bin jetzt auch drunk. Oh, du bist auch drunk? Oh, shit. Nee, bitte schön. Warte, Marc, kannst du mich mal entweiten, ob ich dann irgendwie zu euch reinkomme? Nee, Alex, das ist halt auch ein bisschen krass. Der Typ stalkt dann halt auch so krass. Ja. Er schreibt mich halt heute instant an. Geh zur Schule mehr. Was? Instant. Ah ja, auch richtig krass. Oh, der sorgt sich richtig für dich, mein Junge. Ja, sagen wir es mal so. Ja, war ein bisschen krass. Man kann ja auch einfach sich Bier kaufen an der Tanke und es leer saufen. Ja. Oh, wie krass. Aber ich wäre immer noch drunk. Warte, ich hätte jetzt nochmal die Bon. Geht das beides auf einmal in GTA? Keine Ahnung. Bei Merten ging es wohl nicht vorhin, als er erst die Bon gezogen hat und dann gesaufen hat. Nee, zieh nicht die Bon, dann bist du am Arsch. Ja, ich weiß. Er hat's gemacht. Ist too late, ich hab sich abgesetzt. Oh shit, das ist jetzt das Alkohol und Bund. Das feier ich ein bisschen. Das feier ich. Oh shit. Alter, nice. Ah, jetzt ist der Alkohol nach? Okay. Vielleicht geht Alkohol in den Bon, aber nicht Bon und Alkohol. Ey, oh Leute, ich bin umgefallen, ich bin besoffen, ich bin ohnmächtig. Ja, was aufmerken soll sich das. Ja, du bist raus aus dem Haus. Du wirst jetzt irgendwo wieder aufwachen. Leute, ich bin mitten in Los Santos aufgewacht. Ja, das ist. Ach so, ich hab's gehört, Robin. Ganz. Mach doch mal. Was ist das denn für ein Wichs, Alter? Warte, ich hol dich ab. Na, ich hab das hier auch noch ein Ferrari, den ich gerade klauen kann. Psst. Das ist so nervig. Alter, ich bin gerade in deiner Garage, Leute. Bitte? Ich war gerade in deiner Garage, Marc. Kommst du oder kommt ihr beide mit mir zusammen Klamotten kaufen? Ja. Stark. Gerne doch. Fährt einer von euch, weil ich habe halt immer noch mein scheiß Rave-Mobil da in dem. Fahrt mich mal bitte zu dem. Ja, kann ich machen, warte mal. Ich muss mal kurz aus der Garage raus. 250, weil das Ding muss da endlich mal raus. Scheiße. Du musst unsere Lobby joinen noch. Ja, ich bin halt eigentlich gerade eben gejoint. Wo bin ich denn sonst reingejoint? Markier das mal bitte eben. Ja. Warte. What the wo zur Hölle bin ich denn dann gejoint? Wo ist denn das? Woran sehe ich denn das? Was ist das? Warte mal, das Autosymbol ist. Ah! Auto. Auto, ah da. Fatman Walking hat einen Raubüberfall übergeigt. Vergeigt. Da, Fatman Walking. Ja, das ist halt Stefan. Geht hier auf den Sack geht. Wieso geht der GTA auf den Sack? Weil irgendwie. Weil er immer auf falsche Server joint. Diese Online-Einführung gespielt und deswegen kann man sich nicht instant nachconnecten. Keiner hat was gespielt? Keiner hat die Online-Einführung gespielt. Doch, du nicht. Das ist das Problem. Nee, Marc auch nicht, Alex auch nicht. Nee, aber das geht doch alles. Wieso? Ich hab euch doch eingeladen. Ja, einladen geht, aber du kannst nicht direkt nachjoinen. Da musst du erst das Tutorial da gezockt haben. Da musst du, glaube ich, erst ein gewisses Level haben. Nee, Quatsch, wir müssen Freunde sein. Ach nee, Freunde sind wir. Oder in einer Crew oder irgendwie sowas. Ja. Gehst du gerade oder fährst du? Ich fahre. Und dann gab's gerade. Boah, shit, ich bin immer noch besoffen. Das war beim Serverleg, also an. Es ist halt wieder das von der Autobahn von gestern, weißt du, dass ich einfach irgendwo hin. Hoppala. Boah, scheiße, ich schaff's nicht gescheit zu fahren, Alter. Mein Charakter ist halt immer noch besoffen. Wo seid denn ihr hin mit eurem Ferrari? Ach so, ja, genau, ich weiß wo. Da würde ich auch gerne hin, aber ich schaff das nicht, während mein Charakter besoffen ist. Da komme ich nicht weit. Ich muss noch kurz warten. Ja, ich schaff's noch nicht. Nee, ich bin wieder gestanden. Ich hab ne Kampfleber. Ja, gut, du bist ja auch aufgewacht. Kampfleber. Irgendwo in Los Santos. Kampfleber. Ein Sven, der hat das gemacht. Spendest du später mal deine Leber? Ich bin schon da, aber ist gerade wieder Server lag. Sag mal aus. Fast. Nee, ich bin noch nicht da. Wir sind gleich da. Boah, shit, Alter. Bin ich wahrscheinlich halt rausgesprungen bei dir oder so. Ja, wie halt alles flimmert momentan. Ich renne jetzt gerade zu dir. Wo bist denn du gerade? Ganz hinten irgendwo. Warum bist du rausgesprungen? Ja, 800 Meter weiter weg.
Oh, scheiße. Ja, jetzt kann ich wieder fahren. Ach doch, da, warte mal. Ich hol dich ab. Also ich habe übrigens gute Nachrichten. Mein GTA leckt nicht mehr, dank den Treibern. Danke nochmal, Mark. Ja, ja, kein Ding, ne? Dafür sind die Dinger da. Dass du mir das gecallt hast. Hä, wo bist denn du jetzt? Bist du der linke oder der rechte? Nee, das ist Robin. Was für Treiber? Ich bin jetzt kurz. Ja, halt die Beta-Treiber. Dann. Oh, hier. Da, jo. Beta-Treiber. Nicht die Omega? Ja, genau. Nicht die Omega, sondern Beta. Steht doch ganz klar. Ja, ich glaube, Omega drauf liegt trotzdem nicht. Glücklich. Ja, ist halt dann von System zu System anders, ne? Ja. Für mich hat's auf jeden Fall geholfen. Ist auch gut so. Ja, nee. Ich bin anscheinend bei allen so ungefähr 10-20% mehr Leistung. Ja, weil so, wahrscheinlich. Warte. Ich bezahl das eben. Na gut, das wurde bezahlt zu sehen. Ich habe halt einen Stern bekommen, weil ich dich übergefahren habe. Mark, wer hat man die Bullen? Ich fahr jetzt kurz zur Garage und danach gehen wir Klamotten einkaufen, alle drei oder alle vier. Ja, zusammen, alles okay? Klar, kriegen wir hin, ja. Alles klar. Oh, shit, Robin, Alter. Wackige Karre am Start. Robin, lebst du noch oder möchtest du nicht mehr mit mir reden, Max? Ich hab gerade was getrunken. Oh, Alex, du auch, Alter, pink-schwarz. Ballert. Merten, weißt du noch den Nike Air? Der Nike Free, der Full Fade? Ja, Nike Free Full Fade. Der war ich grad. 40 Keys Go Train. Alex, wie alt bist du nochmal? Also, der andere? Der andere? Ich bin 21. Du bist 21, achso, ja, genau. Ich wollte halt gerade sagen, wäre ein bisschen traurig, wenn ich wüsste, wie alt ich bin, weil wir halt am selben Tag Geburtstag haben. Ja. Zu welchem Laden geht ihr? Also zu ich muss euch mal die Bullen loswerden. Das wird, denke ich, dann entschieden. Also ich fahre jetzt einmal ganz kurz zum... Komm mal bitte einfach zu Eclipse Tower. Ich steig dann in dein Auto, Alex. Zum Eclipse Tower? Ja, dann fährst du mit. Wir fahren gerade auf Bahngleisen. Oh, der ist da oben. Aua! Okay, ich komm hoch. Du bist ja wahrscheinlich vor mir da, weil ich in Rave Land fahre. Also lang komm ich. Ja, aber ich hab viel Rückstand. Okay. Da fliegt einer durch die Gegend. Nicht ich. Wer von euch war das? Der mit seinem Auto so halber durch die Gegend fliegt? Ich war eben gerade. Ah, okay. Ich bin gerade von den Bahngleisen runtergesprungen. Oh Junge, ich bin gerade so glücklich, dass es bei mir läuft, ne? Alter. Ja, komm mal, Lex. Wir auch. Nicht mehr mit dem Codec, ne? Nee. Jetzt haben wir halt das ultimative Setup für mich gefunden. Ja. Neue Treiber und neuer Codec und jetzt flutscht das. Also, man, hast du die Voice-Chat-Quali in-game mal gehört? Die ist echt gut. Die ist richtig krass. Die ist halt so wie Teamspeak. Ja, ohne Witze. Ich komm mal drauf. Ich habe halt schon mit dem Xbox Live... Hallo? Ja. Mit der Skype-Quali direkt. Aber hat Rockstar auch nicht. So, Leute, ich bin die Sterne losgeworden. Ja, am besten wir treffen uns da an den Apartments, weil da holt Alex mit drin, oder? Wo? An den Eclipse Tower. Apartment, Eclipse Tower. Okay. Eclipse Tower war, ja, alles klar. Ich bin an Michaels Haus vorbeigefahren. Ja, ich hab dich gleich. Oha. Oh, shit. Oh ja. Ja, aber ich hab ein paar Unfälle gemacht, besonders einen, der hat mir lange Zeit gebraucht jetzt. Ja, darf. Oh, ist denn dafür, dass du so weit hinten warst, weil ich fahr nicht kurz rein? Mal wieder irgendwas Wackiges zum Anziehen. Ich finde, das Einzige, was sie ein bisschen besser gemacht hätten können, ist das Motorradfahren in GTA 5. Das ist zu einfach, finde ich. Findest du? Ich finde das zu scharf ein. Genau, also es ist in Anführungsstrichen zu einfach, wirst du merken. Willst du fahren? Ja. Was? Oh, nee, sorry, das freue ich mich nicht. Den will ich nicht kaputt machen. Das ist schon am Arsch, ja, also fahr. So, Marc, warte noch kurz hier auf Marc. Ja. Also von mir ist eine Nachricht. Mal schauen, ob du noch leckst. Alter, ist das ein Swaggy? Nee, eigentlich nicht. Über Social Club. Warte. Wenn du gerade schon im Social Club drin bist, ein weit nicht. Marc, wo bist du? Ich bin gerade auf dem Weg, noch 500 Meter. Wo fahren wir denn hin? Erstmal die Frage. Ich würde sagen, erstmal hier unten hin. Bist du jetzt wieder in unserer Lobby, Merten? Nee, deswegen ein weit nicht. So. Marc. Okay. Junge. Irgendwie sind deine Spieleinladungen. Warte.
Ich habe jetzt mal eine Noob-Frage. Wie lade ich Leute ein? Position 1 und dann bist du direkt schon bei Freunden, dann klickst du rechts auf die kleinen Pfeile und dann drückst du auf zum Spiel einladen. Ich kann Merten echt nicht einladen, weil ich die Einführung nicht gemacht habe. Du kannst aber uns beitreten, versuch mal. Merten. Hier links einmal andere Straßen, Leute. Da habe ich nicht nett gescannt. Also wer auch immer gerade beitreten möchte. Auf eine Parkbucht zu wissen. Du leckst nicht mehr, das ist angenehm. Ja, ne? Ist echt ja. Geil. Ich kann dich denn Teamspeak bitte schon kaputt machen. Krass. Ja, was alles möglich ist, ne? Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendjemand von uns möchte ja noch beitreten hier irgendwie. Ja, genau, Merten. Warte mal eben. Freunde einladen. Da, zum Spiel einladen. Ist da was angekommen? Warte ja, mal. Alex, du kennst dich ja eigentlich mit GTA so krass aus. Und zwar, ja, wenn, hier irgendwie, wenn hier irgendwie so steht, ich muss ein passendes Hemd tragen oder so, wie ich das irgendwie? Du musst es kaufen, ist manchmal ein bisschen kompliziert, okay. Besonders bei Sachen wie zum Beispiel Hüten oder so, ja. Die passen manchmal nicht zu bestimmten Frisuren. Ah, okay. Ja. Und das geht da nicht. Das heißt, du brauchst von der Größe oder Form oder sonst irgendwas, brauchst du das jeweils passende. Okay, ich guck einfach mal Outfits jetzt. Oh shit, Raubüberfallhosen. Oh shit, sieht halt auch wie ein Nazi mit. Ich muss erst die Einführung abschließen. Dann setze ich mich mal hin und mach das. Versuch mal was anderes. Geh mal auf Stadt. Also jetzt lädt gerade die Einführung. Auf... Ach so, okay. Dann Freunde und dort kannst du theoretisch einfach beitreten. Ja, aber willst du nicht eben schnell einmal ein für alle mal die blöde Einführung hinten machen? Ja, genau, das mache ich jetzt. Hat sich das für immer erledigt? Ich hoffe, es geht halt schnell. Ich habe keine Vorstellung, wie lange das dauern wird. Ja, es dauert so 10 Minuten, Viertelstunde, denke ich. Sowas in den Trailer. Was ist denn die Einführung im Story-Modus irgendwas? Nee, online, aber du spielst nicht wirklich online. Also mit dem Online-Charakter, aber offline. Ich hab die aber auch noch nicht gemacht, ne? Ja, natürlich, aber bei mir klappt ja irgendwie alles. Das ist das eine Rennen mit Lamar. Genau. Aber irgendwie, Alex, dann noch ein Rennen, ist der Laden hier zu teuer. Also nicht vom Preis her, sondern das ist einfach zu viel schnieke Sachen hier. Ja, komm, das ist halt nichts irgendwie, was in der Hood getragen wird. Warte mal. Ja, aber du findest überall das gleiche im Online-Modus. In jedem Laden. Nee, Suburban, ich wollte gerade sagen. Bingo ist noch was anderes. Ist egal, im Online-Modus. Die sind Tanktops. Oh, okay. Komm ich wieder raus. Wolltest du nicht so typisch deutsch anziehen? Nee, noch nee, nicht, gerne schon. Noch nicht. Und die Brillen? Ja, komm. Alter, Gangshooting! Here you go, thank you. Let me go. We appreciate your business. Achso, hier gibt's halt eine Brille für 2K, Alter. Wir müssen halt mal unbedingt langsam leveln. Ja, aber grad mal kurz einkaufen, bitte. Alter, was ist das gerade? Ich. Alter. Bei Alex, also nicht Alex, sondern Alex. Junge. Alter, ich weiß nicht. Was? Ist ja, da irgendwo gerade ein Flugzeug oder sowas? Oder auch zwei vielleicht? Ah, okay, ihr hört das. Scheiße. Ja, da ist vielleicht irgendwo gerade ein Flugzeug. Oder eher gesagt ein Helikopter. Warum nicht? Ne? Also mein Privathelikopter natürlich. Ja, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen gleich dann. Ey Leute, kann man sich irgendwo... Ey Alex, du kennst dich doch auch damit aus, wie gesagt. Ja. Wo kann man sich hier andere Helme kaufen? Hier. Komm mal genau hier. Helme kriegst du genau eben auf jeden Fall unten bei Vespucci Beach. Vespucci Beach? Mhm, da gibt's einen Maskenverkauf. Genau, Masken. Und ich glaube, hier kriegst du halt auch welche, sonst fahren wir halt nochmal kurz zu Vespucci. Hier ganz, ja, warte mal, ganz hinten links Hüte. Das ist sogar so eine Fedora kaufen. Die Helme. Oh, irgend so ein Wichser ist da schon wieder. Hat irgendwer den Ingame-Voice-Chat auf Dings? Ach ne, ich hab ihn sowieso aus. Auf jeder? Ne, ich hab komplett aus. Irgendwer meint gerade, shut the fuck up. Mach ihn doch einfach aus. Ich hab ihn schon aus. Wo sind denn bitte Hüte? Hier, genau wo ich stehe, Musst du halt so ein bisschen rumrobbeln, weil hier alles steht. Achso, ja, ich seh's. Kugelsichere Helme. Ja, das will ich nicht haben. Die sind so teuer? Ohrenschutz-Helme. So.
Eine Uhr wäre doch was Freshes, eine richtige Bonsenuhr, Alter. Oder 5K, soll man sich die gönnen? Ach, YOLO, Junge. Man hat es ja. Handschuhe sind halt kaum gay. Ja, warte, nee, dann. Und Tuch. Nee, danke. Ja, jetzt bin ich swaggy, Junge, mit meiner Hose, Alter. Und jetzt nochmal runter zu. Zieh mich rein. Dang. Lass mal runter zu Vespucci Beach, weil da möchte ich mich tätowieren lassen. Und dann alles können wir auch zum Maskenladen. Okay. Eine Maske braucht mein Charakter halt. warte mal eben. Ich hab den noch nicht einmal angeschaut, ich muss den jetzt mal sehen. Ja, ich zeig ihn dir gleich. Was? Man darf sich halt nicht erschrecken. Okay. Ja. Kann ich das Auto eigentlich irgendwo reparieren lassen, das random Auto hier? Ja, Paint Spray. Ja, Paint Spray, genau. Ja, aber lohnt sich in gewisser Weise nicht. Also sobald du ein Haus hast, einmal reinfahren in die Garage. Beziehungsweise wenn du das nächste Mal das Spiel startest, ist das Auto eh wieder in der Garage, dann ist es repariert. Gibt's halt echt unnötig Kohle aus. Das ist halt mein GTA Life Goal, aus dem Auto zu holen. Wie viel Geld hast du eigentlich, Alex? Ich habe momentan 230.000. Yeah. Du noch? Ich habe halt noch 630. Ja, ich habe gestern schon 600.000 ausgegeben. Okay. Oh, gut. Ich hab noch nicht einen Kratzer in das Auge gemacht. Jetzt bin ich schon ein bisschen stolz drauf am meisten. Oh, jemand okay. Ein Friseur verdient. Sag mal, einmal zum Maskenladen, was so abgeht. Ja, das immer auch. Okay. So, wer ist jetzt der mit dem komischen Gesicht? Was ist das für ich? Aber ich zock grad die Einführung. Der zock grad die Einführung. Ah, okay. Ja, das ist eine Maske, brauche Masken, also ich bei mir. Hier gibt's halt keine Masken. Na klar. Wo denn? Bei mir. Hier sind Hüten. Hüte. Achso, ah. Petoras, ach du Scheiße. Ja, ja. Oh, Cowboy-Hüte, Mann. Junge, guck mal, Sturmhaube, das ist halt so eine Domina-Sturmhaube. Was? Oh, Junge. Kugelsichere Helme kennen wir alle schon. SA Flugshüte. Tierhüte, eine Eule. Team Flugtier. Team Flugtier represent. Lass uns die Eule holen, Mann. Dann geht's los. Braune Eule. Digga, es gibt halt auch Bandanas. Ja, die hab ich auch gerade, die probiere ich gerade durch. Also ich hol mir eine Eule ohne Witz. Ich hab mir gerade einen Bandana geholt. Merti, gibt's gute Masken für deinen Charakter? Oh ja. Ja, ist gut, ist gut. Papiertüten, Alter. LOL. Ich zerstöre den Leuten halt gerade ihre Fahrzeuge. Digga. Oh Mann, wieso, was bist du denn für ein Hurensohn? Ruf einfach deinen Mechaniker an, dann ist es wieder. Ah, nein! Nein! Das habe ich gefunden! Ach so! Arsch, Alter! Kannst du gleich ein neues kaufen? Mann! Boah, dieses Dreckstelefon, ey. Glaube ich jetzt also. Mann, ich will ein Motorrad! Oh, jetzt darf ich ein Motorrad suchen, Alter. Warte mal. Oder weißt du was? Ich bin der Rich Kid. Ich kaufe einfach eins. Ah, da. Komm mal mit, ich will noch zum Tätowierer. Oh, ich bin. Das wäre. Oh, sorry. Lord. Nein! Voll umgegangen. Hab dich nicht gesehen. Marc, willst du dich auch noch tätowieren? Nein, nein, nein. Naja, gleich. Ich muss einfach die Bullen loswerden, weil ich gerade Alex erschossen hatte. Und diesen Weg immer. Wieso? Es kommt davon. Dabei habe ich dir gar nichts getan. Nein, nur mein liebgewonnenes Motorrad abgefackelt und zerbombt und kaputt gemacht und weg draufgepinkelt und was weiß ich, was du da gemacht hast. Sowas in der Art, ja. Kommt hin. Guck mal, ich halt, dir jetzt, stopp! Ich geb dir jetzt das offizielle Tutorial, wie du wie ein Assi parkst. Genau so, ja. Genau so. Perfekt. Mach ich auch immer so. Also in echt. Welcome to the shop. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Jetzt kann man sich halt nur einzeln tätowieren lassen. Ja. Würde ich kommen auch gerade. Kannst dich nur einzeln tätowieren lassen? Okay, da muss ich ein bisschen machen. Nee, warte, ich komm, geh.
ich finde eh nichts Frisches irgendwie gerade. Ich muss mir nur den. Okay, dann lass mich noch kurz. Ja, muss mir nur eben den Smiley irgendwie von der Hand wegmachen. Machst du gerade? Ja, bin gerade dabei. Toll. Ich halt auch. Echt? Ja. Was? Okay, umso besser. Okay. Echter Arm, genau. Ich halt. Rid of the Smiley. Okay. Na gut, dann dürfen wir jetzt also noch mal ein bisschen warten, oder was? Alter, bitte werde ich den scheiß Smiley auf meiner Hand los. Achso, jetzt kann ich mich auch tätowieren. Oh, ich stehe hier nackt. Ich habe aber eine schöne Boxershorts. Alter, ich kann mich halt im Kopf tätowieren lassen. Naja. Das sollte Merten mal lieber machen, ne? Ja. Oh, scheiße, ich habe ein Tätowierungsding gemacht. No refund. Schlangenkopf habe ich mir aus Versehen voll in die Fresse geballert. Und mein ganzer rechter Arm ist jetzt voll tätowiert. Mein Charakter ist übrigens Finn. Ich hab gedacht, der Name wird auch in-game angezeigt, aber. Ich weiß, ich feier das auch ein bisschen, dass ich Finn genannt hab. Ja, irgendwie leicht, ne? Ich hab halt so gedacht, wie kann der heißen? Hab ich so gedacht, was für Mongos kenne ich? Dann dachte ich, der sieht ein bisschen aus wie Finn. Die Steuerung von Motorrädern ist echt ein bisschen ruckartig. Ja, deswegen. Mhm. Mit dem Controller kriegt man es ganz gut noch hin, aber ich weiß es eigentlich. Oh mein Gott, Leute, zieht euch das mal rein, was ich für ein Tattoo habe. Ich bin doch der Boss, oder nicht? Rechter Arm. Hast du echt die Eulenmaske, Dingsa? Oh. Bin ich der Boss? Rechter Arm, Tattoo? Crew Emblem. Warte mal. Oh shit, der Skorpion. Digga. Boah, live, was ist los? Also, Boys, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich hab ein BMX. Hauptsache BMX. Du bist drin? Ja, Digga. So, warte mal. Oh mein Gott, hier ist ein Schwein. Oh, Mark, ey, wollen wir mal ein Fahrrad drin machen? Du siehst sowieso der krasseste Hipster aus mit einem BMX oder so. Oder ein Auto. Boys, ach du Scheiße. Wollen wir ein Fahrrad drin machen? Mit mir? Ja, Grove Street! Warte mal. Warte mal, irgendwas müssen wir machen. Aber ich geh nochmal zum Friseur. Junge, was willst du? Junge! Oh, du geht echt ab, muss ich sagen. Ist der sogar noch getuned? Mhm. Oh, kann ich eigentlich auf Fahrräder tunen? Nee, wäre zu schön, ne? Nee. Ein größeres Ritzel drauf. Oha, richtiger Ghetto-Shop hier. Ich hab oh, da ist ein Motorrad, das brauche ich. Kann ich mir den Helm irgendwie aufsetzen? Also ja, musst du stehen bleiben. Achso, und wenn das nicht funktioniert, dann musst du. Warte. Geh mal drüber auf M. Ja. Dann kannst du da auch irgendwo machen, unter Inventar. Accessoires und dann Motorradhelm anzeigen. Ah, okay. Soll ich mir mal so viel Vollbart, Alter. Jetzt kommt wieder der GTA-Effekt, sie schneidet dran rum und mehr Haare kommen dahin. Ja, nice. Ja, ist okay. Wer ist Traps in Klammern Armin hier auf dem Teamspeak? Haben wir nicht. Da ist er wieder weg. Ich muss noch mal ganz kurz, ich geh noch mal ganz kurz eben hier zu diesem komischen Dings da hinten. Zu dem komischen Warenshop. Okay. Weil ich nochmal hier Dings kaufen. Bisschen Snacks. Jo. Wir müssen mal Last Team Standing mit der Crew spielen. Das klingt ganz lustig. Wahrscheinlich sowas wie Team Deathmatch mit ausrotten, wollte ich schon sagen. Ja, oder sowas. Ja, jeder hat nur ein Leben und das ist dann halt so 5 gegen 5 sowas zum Beispiel. Ja, ist halt eigentlich ganz normale Comp-Regeln, man. Ja, mega geil. Kann mir vorstellen, es macht ganz gut Spaß. Bestimmt. Ja, wie du die Fette halt umgeklappt. Das? Ich glaube, es können mal Xbox und PS3 und PC können alle zusammenspielen, oder? Weil da stand sowas in der Das ist eigentlich so ein Gerücht seit Jahren. Ja, da, da stand halt das in der Einstellung. Das gab's auch am Anfang bei CSGO. Genau, das war ja, geplant. Am Anfang bei CSGO war das ja auch so. Das wäre aber unfair gegenüber PC-Spielern. Konsolenspielern. So, Alex, 1v1 me tennis.
bist jetzt nicht wirklich Tennis spielen. Wir gehen jetzt Tennis spielen. Und los. Nein, niemals. Okay. Ach ja, funktioniert. Magst du gegen mich oder irgendwer gegen mich? Na gut, okay, ja, komm, Marc. Ey, man, muss. Endlich kann ich das richtig daddeln. Wow, oh, macht so Spaß. Ich glaube, du musst mich einladen. Genau, ja. Also nur bestätigen, geschlossen. Dann meine Freunde. Meine GTA spielen. Ja, ja. Geht am besten nur du jetzt eben rein. Bin beigetreten. Tritt bei. Warte mal, was? Warte mal. Ja, Tennis. Nein, mehr, ich bin schon. Das kann man nur zu zweit. Achso. So, meine Wette. Schade, dass meine man euch nicht zugucken kann. $100. Alles klar, Junge. Das dauert ewig, Dollar. Das dauert ewig, Leute. Leute, es dauert ewig, so ein Tennisspiel. Scheißegal. Piwi, Junge. Auf Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie man das spielt, ne? Ich auch nicht. Kann man das spielen. Warte, da bewegen, zielen. Beginnen. Warte. Topspin und Grundschlag. Okay, dann fangen wir an. Voll daneben gesehen. Und verloren. Ja. Marc, ich würde ja halt am liebsten. Oh, ich würde ja halt am liebsten heiraten für den Treiber-Tipp, ne? Oh, Junge. Gut. Oh, Alter. Fuck.